Bestehen Zweifel an der Diagnose eines Tumors und vor allen Dingen, ob er gut oder bösartig ist, so ist es häufig erforderlich, dass man eine Gewebeprobe aus dem Tumor entnimmt. Das nennt sich dann Biopsie. Das Gewebe wird dann dem Pathologen überlassen und der macht diverse Untersuchungen, um dann zur Diagnose zu kommen. Abhängig von der speziellen Diagnose erfolgt dann maßgeschneidert die Therapie.